Sie, unsere zukünftigen Tollitäten. Ich darf vorstellen, zukünftiger Prinz Florian der Erste und Prinzessin Bianca die Erste. Aber Sie dürfen sich heute jetzt hier schon mal üben im Reden. Denn Sie wollen sich natürlich selber vorstellen. Ich denke, das ist noch das Allerbeste. Dankeschön. Servus, liebe Münchnerinnen und Münchner. Und natürlich auch Servus an alle Freunde aus dem Würmtal. Wir sind heute hier zusammengekommen, wie ihr sicher alle wisst, dass wir in Fasching 2019 einläuten. Genau. Also ich bin der Flo. Der zukünftige Prinz Florian der Zweite von der Faschingsgesellschaft Tunesia. Und ja, ich freue mich, dass ihr trotz ein bisschen dem Regen, gell, aber jetzt hat das wieder aufgehört, alle so zahlreich erschienen seid. Das freut mich echt super. Du, und also ein bisschen was zu mir. Also ich mache zurzeit eine Ausbildung in Starnberg zum Steuerfachangestellten und bin seit heute 18 Jahre alt. Ja, und in meiner Freizeit gehe ich gerne mit Mountainbiken ein bisschen radeln und mit ein paar Späßeln und mit meiner Dauerkarte zum ERC Red Bull München, falls ich das was sagt. Ja, ja, ist okay. Genau. Also ich freue mich auf jeden Fall auf die Faschingssaison und den Fasching 2019. Und ja, euer Prinz Florian der Zweite. Euch, der Prinz zukünftiger. Der zukünftige Prinz Florian der Zweite von der Faschingsgesellschaft Tunesia. Und jetzt übergebe ich das Wort an meine zukünftige Prinzessin Bianca. Auch ich darf euch ganz herzlich begrüßen. Ich möchte nochmal ganz offiziell meinem Prinzen zum 18. Geburtstag gratulieren. Ich bin die Bianca, die zukünftige Prinzessin Bianca, die Zweite der Faschingsgesellschaft für Mesia. Noch bin ich 17 Jahre alt und besuche die Kermis Berufsfachschule in Pasing. In meiner Freizeit spiele ich Hackbrett mit meiner Familie, tanze seit meinem 4. Lebensjahr und nun schon die 5. Saison bei der Bemesia. Ich würde mich sehr freuen, euch bei unseren Auftritten wiederzusehen. Eure zukünftige Prinzessin Bianca, die Zweite der Faschingsgesellschaft Bemesia. Also ich finde, das haben die beiden wirklich super gemacht und sie haben auch ihren Titel besser hier mitgeteilt als ich. Also ich finde, das wird bestimmt eine ganz super tolle Saison, ihr zwei. Also ihr habt die Feuerprobe hier schon bestanden. Florian den Zweiten, der bekommt jetzt hier einen Froschkönig und es ist schon mal sein erstes Zepter, was er heute als Geburtstagsgeschenk bekommt. Auf das muss er sehr, sehr gut aufpassen. Lieber Florian, Happy Birthday! Danke. Vielen Dank natürlich für das tolle Geschenk. Ich freue mich natürlich sehr. Und es ist natürlich für mich toll, dass ich natürlich sage, nicht jeder kann sagen, also am 18. Geburtstag steht er hier am Marienplatz auf der Bühne. Also vielen Dank nochmal. Mit Frosch, genau, mit Frosch in der Hand. Ne? Also von dem her vielen Dank nochmal an euch alle. Natürlich, liebe Bianca, du bekommst auch von uns hier einen Blumenstrauß. Das Mikro ist jetzt so hoch wegen dem Florian. Einen Blumenstrauß überreicht. Also wir freuen uns wirklich ganz narrisch, dass du, kommst du mal kurz, bitte, dass du diese Saison Prinzessin bist und die kommende Saison. Und vielen herzlichen Dank. Wird bestimmt toll. Aber sehr cool. Aber auf jeden Fall möchte ich auch an dieser Stelle noch mal ein riesiges Dankeschön sagen an unsere noch amtierenden Tollitäten, die jetzt auch hier auf der Bühne sind. Prinz Hans der Zweite und Prinzessin Regina die Erste. Ja, auch von mir einen wunderschönen guten Tag hier am Marienplatz heute.
Ich bin gerade auf Stippvisite hier vom Mond, weil da haben sie mir am Faschingsdienstag aufgeschossen. Und ja, Wetter haben wir mitgebracht. Wunderbar, blauer Himmel, Sonne. Was wollen wir mehr, wenn man so ein wunderbares, schönes, hübsches Prinzenpaar hier proklamiert wie unsere beiden, die Bianca und den Flo. Ich wünsche euch beiden, habt sehr viel Spaß. Wir hatten sehr viel Spaß in der letzten Saison. Und macht das Beste draus aus diesen tollen Tagen. Wir begleiten euch gerne und helfen, unterstützen euch, wo es geht. Euer Prinz Hans, der Zweite der Faschingsgesellschaft für Mesia. Und jetzt sagen wir so weiter, gib an meine liebe, süße kleine Prinzessin, Regina. Für mich ist immer nur zu hoch. Ein herzliches Grüß Gott auch von meiner Seite, ein letztes Mal vom Marienplatz. Und ich wünsche dem neuen Prinzenpaar ganz viel Spaß. Nehmt alles mit, was geht. Und der Einstieg war gut. Ich glaube, das wäre prima. Eure Prinzessin Regina, die Erste der Faschingsgesellschaft für Mesia.